Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Na gut, also ich habe mir jetzt doch überlegt, also ein bisschen möchte ich schon nochmal mit, also weiter Richtung Attraktivität gehen. Auch wenn wir gesehen haben, zum Ende der letzten Folge, also auf diese über 7000, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da jemals hinkommen, in diese Gefilde. Aber einen botanischen Garten würde ich trotzdem noch ganz gerne hier bauen. Also hier haben wir noch ein bisschen Platz. Einiges von diesem ganzen Produktionskram hier können wir sicherlich noch rausschmeißen, weil da habe ich im Wesentlichen überall Überproduktion. Und ich weiß auch gar nicht, wie nah man diese verschiedenen kulturellen Gebäude aneinander setzen kann. Also kann ich jetzt hier zum Beispiel den botanischen Garten direkt neben das Museum setzen, dass das praktisch ein Gelände wird. Das wäre ein Versuch wert. Allerdings, um überhaupt handlungsfähig zu sein, brauchen wir noch mehr Einflusspunkte, ganz klar. Schauen wir mal, können wir jetzt aktuell eigentlich ein bisschen was mit den Investoren hier machen? Also hier geht auf jeden Fall noch mal was. Hier können wir einiges noch mal aufwerten. Sollte drin sein. Dann sehen wir mal zu, dass wir noch mal ein paar Einflusspunkte bekommen. Und ich kann eigentlich generell auch von den anderen Häusern hier noch mal ein bisschen was aufwerten. Gehen wir hier mal durch. Zack, zack, zack. Die kriegen alle ein Ziegeldach spendiert. Die gehen auch eine Stufe hoch. Und dann, wie viel Investor, wie viel... Okay, Ingenieursarbeitskraft wird ein bisschen enger. Das heißt, wir brauchen Handwerker. Mein Leben ist halb gelebt. Beziehungsweise müssen Handwerker aufwerten. So, diesen Block, das müsste doch funktionieren. Wieso haben wir eigentlich überall Feldwege hier, frage ich mich gerade. Das ist natürlich auch nicht wirklich standesgemäß. Gehen wir da auch gerade mal ein bisschen durch und werten das ganze Zeug hier ein bisschen auf. Sonst noch irgendwo Feldwege? Ich meine, ein paar lasse ich ganz gerne übrig, einfach nur für die Optik. So wie hier drüben zum Beispiel, das finde ich, sieht ganz nett aus. So, die haben wir gerade aufgewertet. Die müssen doch auch alle gehen hier, oder? So, dann haben wir wieder Ingenieure als Grundlage und können wiederum weitere Ingenieurshäuser aufrüsten. Die gehen, glaube ich, nicht die Eckhäuser, weil die irgendwie kann... Doch, der geht. Nee, geht nicht. Wieso nicht? Doch, geht. Geht, 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 geht. Nur der hat ja... Doch, der hat auch Strom. Hatte der nicht neulich keinen Strom? Keine Ahnung. Na gut, passt schon. Den nehmen wir auch noch mit. Und hier, der ganze Block müsste... nicht ganz. Aber zumindest mal hier so die Hälfte. Dann sind wir schon wieder bei 46. Um die 60 wäre erstrebenswert. Und recht viel mehr, glaube ich, würde ich dann auch erstmal bei dieser Maßnahme nicht mehr aufwerten, weil... Weil ich ja schauen muss, dass die Bedürfnisse auch noch gedeckt sind. Das war jetzt doch relativ viel in den letzten beiden Folgen, was ich hier aufgewertet habe. Den Block nehmen wir noch mit, wenn es geht. So, jetzt haben wir über 60 bekommen. Na, sollen wir doch auf 70 gehen vielleicht? So, ich meine, früher oder später kann ich hier auch wieder ein paar von diesen Gebäuden wegreißen, die dann ja irgendwann nicht mehr benötigt werden. Das könnte für die Schule sogar jetzt schon der Fall sein. Wer braucht denn nochmal Schule? Die brauchen eine Uni. Schule brauchen, glaube ich, nur die Arbeiter, oder? Kirche, Bedürfnisse, Schule. Also die Schule könnten wir schon mal versetzen. Wenn wir die hier rüberpacken irgendwo. Glaube ich, passt das schon. Könnten wir hier noch ein paar weitere Häuser hinquetschen. Und die halt möglichst zügig aufwerten. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen warten. Ja, das passt schon. Okay, wir sind auf jeden Fall erstmal wieder handlungsfähig. Das müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen ausgleichen. Bedeutet, wir müssen nochmal ein paar Handwerkerbuden aufrüsten. Schaut sie drüben aus. Die haben wir gerade erst aufgewertet. Freude. Hier unten, den nehmen wir mit. Das, 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 den ganzen Block. Und hier unten. So, das passt. Arbeitskraft ist ausbalanciert. Das heißt, mit 76 Einflusspunkten können wir ja ein bisschen was anstellen. Und ich brauche die eigentlich sowieso aktuell für nichts anderes als eben hier für meine kulturellen Vorhaben.
So, schauen wir mal. Hier ist sowieso die Produktion angehalten. Weg damit. Reißen wir alles ab. Den Marktplatz, brauche ich den hier? Ja, ich glaube für hier drüben wahrscheinlich, oder? Oder habe ich hier noch irgendwo anders einen Marktplatz rumstehen? Der? Mal schauen, ich entkoppel den einfach mal kurz von der Straße und dann sehen wir gleich, ob irgendwer meckert. Tja, ist nicht jeder mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Na gut, die haben andere Probleme hier. Ja, hier ist halt alles so ein bisschen verbaut. Wegen den, wegen der Ölförderung. Aber wir können den Marktplatz eigentlich auch hier hinten reinquetschen. Wenn wir hier noch eine Straße durchziehen, dann wird das schon passen. Ja, komm, das machen wir mal. So. Und so. Dann sollten die auf jeden Fall happy sein mit der Marktplatzversorgung. Die Waffenruhe ja, das passt. Beendet. Schule meckern sie halt so ein bisschen, aber ja gut. Egal, passt schon. Ich will ja eigentlich nur hier so ein bisschen mehr Baufläche bekommen. Und das planieren wir uns mal ein bisschen ein hier. Und dann schauen wir mal, dass wir halt direkt, wenn es geht, direkt angrenzend an das Museumsareal bauen wir uns hier den Botanischen Garten hin. Mit Option, das Ganze nach hier zu erweitern. Was haben wir denn hier? Eigentlich nur dieser eine Kartoffelhof. Ja gut, das ist gar nicht mal... Ja, aber Kartoffeln habe ich eh ausgelagert und Endprodukt ist ja mehr als genügend vorhanden. Also den Kartoffelhof hier, denke ich, können wir wegnehmen. Dann was haben wir hier? Eine Schafzucht. Schafe? Okay, da muss ich bei Gelegenheit tatsächlich mal dran gehen. Mhm, interessant. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. So, wem gehörst denn du? Den setzen wir jetzt einfach mal hier rüber. Aber auch Schafe, glaube ich, hatte ich schon mal irgendwo hin ausgelagert. Also von daher, das sollte schon passen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen Fläche bei Bedarf, um dann den Botanischen Garten, den wir gleich bauen werden, zu erweitern. Warum habe ich eigentlich hier zwei Lagerhäuser auf so engem Raum? Ja, weil ich hier mal irgendwann deutlich mehr Industrie hatte, also deutlich mehr produzierende Betriebe. So, aber das sollte ja genügen für den Anfang. Jetzt schauen wir mal, wie das, ob das funktioniert so... So wie ich es mir vorgestellt hatte, ungefähr. Wir können natürlich auch in der Zwischenzeit... Ah, wir schauen nochmal. Ich wette mit euch, legendär. Garantiert legendär. Hier kommen nur Legendäre rein. Okay. Ab und zu auch ein epischer. Aber drunter, glaube ich, kommt das nicht. Also, ich habe wahnsinnig viele legendäre Items hier schon reinbekommen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Genau. Luftschiff. Luftschiff kann sich schon mal auf die Reise machen. Und zwar um... Wo ist er denn gerade? Ach, der ist eh schon hier. Okay, wir können direkt schon mal schauen, dass wir hier ein paar Items für den Botanischen Garten einladen. Ja, wobei, das ist natürlich... Also ich glaube, epische und legendäre Items für den Botanischen Garten zu finden, das ist schon schwierig. Oder? Muss ich mich vielleicht irgendwo anders umsehen? Dann ist es vielleicht doch gar keine so gute Idee, einen Botanischen Garten zu bauen, aber ich hätte halt gern einen. Boah, wie ist das denn eigentlich in Crown Falls? Mit den Items, was habe ich da für Items eingebaut? Das ist doch der Botanische Garten hier, oder? Ist auch ein Riesending. Ja gut, okay, da ist halt auch lauter Schrott drin, ne? Kein Wunder. Also ist eigentlich auch total Platzverschwendung, aber hier ist es egal, weil ne, ist halt Crown Falls und somit die Hauptstadt. Und die darf schon prächtig aussehen. Aber effektiv ist das natürlich nicht. Ah, was mache ich denn jetzt? Schmeckt mir nicht. Also wenn wir da keine legendären oder nicht mal zumindest epische Items bekommen für den Botanischen Garten, ich glaube, dann überlege ich mir das nochmal. Dann müssen wir irgendwie ein bisschen umdisponieren. Wir schauen jetzt gerade nochmal hier bei der Isabel Samento. Die hat ja auch Items, aber ich glaube, also Botanischer Garten, da sieht es hier auch finster aus. Da hat die, glaube ich, gar nichts, oder? Sieht nicht so aus. Ja, das ist alles nix. Das ist wirklich nix. Also, Luftschiff. Wobei, man kriegt man nicht durch Ausstellungen Dinge für den Botanischen Garten? Darauf war das nicht so? Aufbauen. Ich könnte sowieso einfach mal wieder eine Ausstellung bauen, oder? Wir sollten prächtig. Funktioniert. Ein phänomenales Ereignis. Müsste alles vorhanden sein, ehrlich gesagt. Und wenn ein bisschen was fehlt, meine Güte, dann wird es ja halt nicht 800 attraktiv, sondern irgendwie nur 700 oder so. Egal. Aber ich glaube, also wirklich Items für den Botanischen Garten kriegt man da halt, glaube ich, nicht, ne?
Geht das nicht schneller? Glaube ich zumindest. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber dann würde ich das, glaube ich, dann disponiere ich um, weil wenn ich hier keine vernünftigen Items bekomme. Eher zum Beispiel für Museum und Zoo super Items, aber für den Botanischen Garten hat er, glaube ich, gar nichts. Dann würde ich, glaube ich, eher das Museum einfach nochmal erweitern. Okay, eine Sache, die ich auch ganz gerne nochmal testen würde. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Und zwar, wenn ich jetzt hier ein weiteres Ausstellungsgelände baue, dann kostet mich das 10. Wie ist es denn, wenn ich nochmal ein neues Museum baue? Weil ich glaube, die ersten Ausstellungsflächen sind doch gratis. Die kosten, glaube ich, keinen Einfluss, oder? Wenn ich nochmal ein weiteres Hauptgebäude baue, spare ich mir dann vielleicht ein paar Einflusspunkte. Kann das sein? Kann ich überhaupt ein zweites bauen? Das müsste schon gehen. Ja, das geht. Kostet mich auch keinen Einfluss. Und dann schau mal, wenn wir so ein Ding nochmal bauen, praktisch nochmal ein Hauptgebäude, ob wir dann vielleicht praktisch ein paar von den Ausstellungsflächen nochmal geschenkt bekommen. Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass halt so die ersten 4 oder so... Nee, funktioniert nicht. Okay. So kann ich das Spiel also nicht austricksen. Dann vergrößern wir einfach das Museum noch ein bisschen. Ist, glaube ich, am klügsten. Wenn es nur darum... Also es geht mir wirklich nur darum, die Attraktivität einfach noch ein bisschen hoch zu pushen. Ist eh schon wieder 1 gesunken, kann das sein? Na gut, mehr Ausstellungsflächen. Also solange sie nicht noch teurer werden als 10 Einflusspunkte, ist das schon okay. Kann ich noch mit leben. So. Mehr geht erstmal nicht. Gut, da müssen wir shoppen gehen. Aber das ist ja kein Problem. Schiffchen geschnappt und einmal hier rüber geflogen. Zack. Vollgas. Bring mir die legendären Items mit nach Hause für das Museum. Mann, Mann, Mann. Ah, schade mit dem Botanischen Garten. Das hätte die Sache halt jetzt einfach optisch noch ein bisschen aufgewertet, ne? Dann hätten wir alle 3 kulturellen Gebäude gehabt in Giesing. Aber wenn das so wenig bringt... Na gut, wir können... Ich bin hin und her gerissen. Ich hätte einfach gern einen. Wir schauen nochmal. Letzter Blick. Ach, das ist jetzt hier auch verfügbar. Hatte ich das nicht vorher schon? Keine Ahnung. Aber hier geht halt kaum was über Blau. Also hier haben wir ungewöhnlich und ich glaube selten ist schon das ziemlich das höchste der Gefühle, was man an Botanik-Items hier bekommt. Und meines Wissens verkauft nur sie, die Madame Kahina, die ganzen Items für den Botanischen Garten. Ja, kriegt man vielleicht über Missionen dann und wann mal was, aber das ist ja alles Mist hier. Seht ihr, plus 20 und maximal plus 30. Und das ist wirklich nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann er hier drüben hat, glaube ich, gar nichts für den Botanischen Garten. Nee, ich denke damit... Damit ist das Projekt Botanische Garten in Giesing gestorben. So leid es mir tut, aber dann müssen wir eben einfach das Museum... Müssen wir uns da ein bisschen weiter drauf fokussieren und zusehen, dass wir da noch ein paar geile Items bekommen. Teurer Spaß. Zoo können wir natürlich potenziell auch noch ein bisschen ausbauen, aber ich würde jetzt erstmal aufs Museum gehen, weil da ist noch schön viel Platz. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen schauen. Da haben wir auch schon was. Wir machen das Luftschiff auf jeden Fall einmal voll. Komm schon, lass mich nicht hängen. Das wird auch teuer. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Ich habe da... Links oben habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr drauf geschaut. Na gut, das sollte noch eine Weile reichen. Kommt ja auch noch ein bisschen was rein. So, ausgezeichnet. Brauchen wir noch 2 weitere. Oh, come on. Ich will jetzt nicht schon wieder einen Cut machen. Einfach kein Bock. Ich habe auch keine Zeit mehr. Ich bin alles Urlaubsvorbereitung, da kann ich nicht mehr so viel an den Videos rumschneiden. Nehmen wir halt noch ein bisschen was davon mit, oder? Sieht einfach auch cool aus und Attraktivität plus 40 ist auch cool. Körpergelegenheit noch austauschen. Das mache ich dann einfach off-camera. Irgendwann. Also nie. Mit anderen Worten. Schauen wir mal. So, wir können natürlich, also minimal können wir natürlich auch noch mit
Ornamenten arbeiten. Was ich auch bis heute nicht weiß, bringt tatsächlich irgendwie so ein hochwertigeres Ding mehr Attraktivität. Ich habe nämlich fast den Eindruck, dass es keinen Unterschied macht, um ehrlich zu sein. Sieht einfach nur besser aus. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt hier ein Blumenbeet hinsetze. Oder sagen wir in dem Fall eben 9 Blumenbeete oder hier so einen ollen Brunnen. Ich glaube, das macht einfach keinen Unterschied. Glaube ich zumindest. Deswegen forsten wir lieber mal noch ein bisschen auf. Schauen, dass das noch ein bisschen grüner wird, die ganze Geschichte hier. Schauen wir mal hier bei diesen ganzen Items rein. Ein paar Zitterpappeln und solche Geschichten. Ja, wir nehmen lieber Ulmen. Einfach noch mal ein bisschen aufforsten. Aber ihr seht ja selbst, wie langsam dieser verdammte gelbe Balken da hochgeht. Das bringt halt so dermaßen wenig. Am Anfang ist das schon okay. Aber wenn man mal halt eine gewisse Attraktivitätsstufe schon erreicht hat, wo es dann sowieso schwieriger werden wird, noch höher zu kommen, ist das eigentlich relativ witzlos. Mal von der Optik abgesehen, weil es sieht natürlich schon nett aus, wenn alles ein bisschen grüner ist, so, aber nicht wirklich zielführend. Was ist hier eigentlich passiert? Warum sind hier so Straßenüberreste? Ich habe keine Ahnung. Weg damit. Bringen noch mal ein bisschen Abwechslung rein in die ganze Geschichte. Romantischer Park? Nö, ich will einfach nur ganz normale Bäume haben. Nichts dabei. Na, dann gehen wir nochmal hier in die unterste Schublade. Großer Baum. Das genügt mir doch vollkommen. ...2730 haben wir jetzt. Sieben hat das jetzt gebracht, diese ganze Patch hier. Ich meine, ich könnte... Nett schauen halt so natürliche Wälder schon aus, aber sie bringen halt keine Attraktivität. Deswegen werden sie einfach durch unnatürliche Wälder ersetzt. Und sorry, wenn euch das vielleicht ein bisschen zu doof ist, hier nur seit mehreren Folgen an der Attraktivität rumzuschrauben. Aber ich habe mir das halt jetzt gerade irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich das ein bisschen höher bringen möchte. Auch wenn das jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn macht. Aber ihr kennt das vielleicht, wenn man sich mal auf irgendeine Sache versteift hat in Anno, dann will man das durchziehen. So, Kleinvieh macht auch Mist. 2760. Ja, es ist halt schon überschaubar. Na schön, okay. Dann. Schiffchen. Einmal abladen. Dann schicken wir den direkt nochmal los. Und dann brauchen wir halt auch einfach wieder Einflusspunkte. Können wir hier noch was machen? Ein bisschen was können wir da schon noch rausholen, denke ich mal. Jetzt habe ich hier auch wieder so ein kleines Missverhältnis bekommen. Okay, wir müssen... Einfach nochmal entsprechend ein bisschen aufwerten hier. Wo sind die Arbeiterbuden? Hier drüben. Da müssen wir auch nochmal ein paar aufwerten. Da müssen wir auch tatsächlich nochmal ein paar Bauernhäuser aufwerten. Habe ich da überhaupt noch welche? Nicht mehr viel. So. Aber ich finde halt, also Giesing hat das schon auch ein Stück weit verdient. Das war so lange Zeit einfach die absolute Hauptstadt hier, bis dann Crown Falls kam. Und dann ist das hier ja regelrecht abgewertet worden. Ist ja so wie Bonn früher oder so. Ehemals Hauptstadt und danach irgendwie bedeutungslos. Ich hoffe, dass niemand in Bonn wohnt von euch Zuschauern. Nichts gegen Bonn, keine Sorge. 10 Nummer. 2662 und 3250 bräuchten wir. Ah, wir versuchen es mal, okay? Wir versuchen das in dieser Folge noch auf eine weitere Stufe zu bringen, wenn es irgendwie geht. Und danach lasse ich es dann, glaube ich, auch erstmal wieder gut sein mit der ganzen Attraktivitätsgeschichte. Werden wir schauen, dass wir uns irgendwas anderes vornehmen.
Crown Falls mal wieder ein bisschen ausbauen und überhaupt Diplomatie. Ich vergesse das immer wieder. Ich hätte ja trotzdem immer noch ganz gerne hier mit Ihnen mal wieder Handelsrechte, aber ihr seht ja selbst, das ist einfach zäh. Ich habe wichtig. Das ist ein zäher Hund, der Typ. Ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wieder Krieg gegen ihn führen, um den einfach mal wieder so ein bisschen einzunorden, den Kollegen. Ich glaube, der weiß das gar nicht zu schätzen, dass ich die ganze Zeit Waffenstillstand mit ihm habe. Ich meine, ich schicke da halt einmal die Flotte vorbei, dann ist er halt weg vom Fenster. Wäre vielleicht auch unabhängig davon einfach mal wieder eine Idee. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeine Wertschätzung von seiner Seite entgegenkommt. Und zwar so gar nicht. Oh, das sieht aber putzig aus hier. Wolfswelpenmumie. Sehr cool. Ist aber nicht episch. Nicht legendär. So. Ich muss auch keine toten Welpen in meinem Museum ausstellen. Das muss wirklich nicht sein. So. Plus 200 wären das ja dann, nach Adam Riese. Ja, reicht noch nicht ganz. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass ob durch den Palast ist ja das vielleicht auch noch ein bisschen geboostet. Dann können wir... Kriegen wir noch hin. In dieser Folge. Ich lege mich fest, wir kriegen das in dieser Folge noch hin, auf die nächste Stufe zu kommen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Gemeinsam. Hier habe ich auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Zack, einmal löschen. Ich könnte mich... Traue mich fast wetten, dass der in meiner Abwesenheit oder beziehungsweise... Während ich hier irgendwie unaufmerksam war, sich schon wieder irgendwo eingekauft hat, hier der Kollege. Ich meine, man kriegt zwar immer eine Warnmeldung. Ja, soweit alles ruhig. Ja, das passt schon. Ich traue dem Braten nicht. Oh, Arbeitskraft sinkt. Handwerkerarbeitskraft. Was haben sie denn? Das sind die Handwerker, ne? Nee, Arbeiter. Da sind die Handwerker. Keine Fleischkonserven. Woran mangelt's denn? Das hätte ich ganz gerne noch gerade gewusst hier an der Stelle. Fleischkonserven, das ist doch Gulasch und ich glaube Stahl, oder? Handwerker. Dosenfraß. Eisen. Ach, Roheisen, tatsächlich. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ah, Großküche. Gulasch und Roheisen. Ja, Roheisen. Okay, haben wir noch mehr als genügend? Gulasch haben wir auch mehr als genug. Dann brauchen wir einfach nochmal hier so eine Fabrik, oder? Sehe ich das richtig? Da mangelt es natürlich jetzt so ein bisschen an Arbeitskraft, aber das kriegen wir auch noch hin. Also ich brauche, glaube ich, tatsächlich nochmal eine weitere Fabrik. Können wir das hier irgendwo in das elektrifizierte Gebiet reinbauen vielleicht? Kriegen wir das noch hin? Ah, das wird eng. Das wird verdammt eng. Bisschen schade tatsächlich auch, dass man diese Lehmgruben nicht einfach zuschütten kann. Auf eigene Gefahr. Dann haben wir hier drüben nicht auch noch Stromversorgung, ganz auf blöd. Das ist natürlich auch relativ groß, dieses Ding. Ne? Brauche ich eigentlich... Wie schaut es mit der Holzproduktion aus? Ja, das kann ich auch zur Not alles komplett auslagern. Also Holz, daran soll es jetzt nicht scheitern. Das nimmt mir viel zu viel Platz weg hier. Wir bauen noch mal ein bisschen um hier. So. Handwerker, Fleischkonserven. Und die haben sogar noch Strom. Alle beide. Ausgezeichnet. Wunderbar. Der ist schon auf Maximum hier, das Zentralmagazin. Okay. Ja, das sollte das Problem wohl beheben. Dann müssen wir das mit der Arbeitskraft hier noch schnell ein bisschen einpendeln. Und dann füllen wir das Museum noch auf. Ja, muss ich fast irgendwie an eine andere Insel dran gehen. Ich habe hier keine Bauernhäuser mehr, kann das sein? Ne, sieht schlecht aus. Gut, hier drüben können wir ein bisschen was aufwerten. So, sollte genügen. Dann gehen wir wieder hier dran und werten ein paar Arbeiterbuden auf und dann, glaube ich, kriegen wir das wieder eingependelt hier. So, passt. Okay, gut. Museum. Hat er schon ausgeladen? Noch nicht. Nächste Stufe, bitte. Sit. Sit. Was ist das hier eigentlich? Altar von Upsi-Daisy. 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 Versteht nicht. Egal. Eingeladen, eingefügt.
Und das hat schon deutlich mehr als 200 gegeben. Also ich habe, das kommt garantiert durch den Palast. Der Palast gibt dir auf jeden Fall noch so einen Kulturboost, eins von den Ministerien. So, jetzt haben wir bezaubernde Metropole, immerhin 3200. Und irgendwas um die 7000 muss man halt schaffen für maximale Attraktivität. Ob wir da noch irgendwann hinkommen, schauen wir mal. Na, theoretisch kriegt man das schon noch irgendwie hin. Platz wäre noch. Museum lässt sich noch erweitern und so weiter und so fort. Und mit dem Palast kann man natürlich auch noch ein bisschen was veranstalten. Apropos Palast. Da wollte ich gerade noch mal kurz reinschauen abschließend. Schaut's denn aus bei der Kultur? Beeinflusst zoologische Gärten. Einfluss pro Modul plus 10. Okay. Kulturerbe, das beeinflusst die Museen. Ich sollte mein Geld nicht in ihre Interesse. Also Einfluss pro Modul, das bedeutet halt, dass also wenn ein Modul plus 50 Attraktivität gibt, wenn ich das nehme, gibt es halt plus 60. Privatsammlungen. Ja, das ist halt die Geschichte mit dem vollständigen Set. Wenn man ein vollständiges Set hat plus 250 Attraktivität, das ist natürlich schon echt nicht schlecht, ne? Sollte ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Zumindest mal ein vollständiges Set zu haben. Aber dann wird sich's halt... Also wenn man dieses Feature nimmt, diese Richtlinie nimmt, dann wird sich's halt auch wirklich nur lohnen, wahrscheinlich, wenn man dann nur auf vollständige Sets geht. Und wie gesagt, also ich habe keine Lust, ein Buch zu führen, was ich schon habe. Macht einfach keinen Spaß. Besucherhafen, na, damit kommen wir auch nicht so wahnsinnig weit. Bis auf, dass wir halt tatsächlich bessere Spezialisten bekommen. Kulturaustausch, das ist dann Weltausstellung. Ja. Ich würde das mal umstellen auf Museen. Hier hat sich ja dadurch nichts verändert. Aber dann muss ich auch in Giesing, wenn ich das richtig verstanden habe, das Ministerium halt nochmal ändern, oder? Und da weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann. Weil der Boost, den das Ministerium hier meiner Industrie gibt, der ist halt schon nicht zu verachten. Plus 10 Produktivität überall, also alles, was hier in den Kreisen drin ist. Das ist halt schon... Moment mal, das können wir ja schnell feststellen, oder? 3285 haben wir jetzt, nachdem wir im Palast die Richtlinie verändert haben. 3200... Scheiße, ich habe schon wieder vergessen. 3285, stimmt das? Lieber nochmal nachsehen. 3285. 3285. 3285. 3285. So, wir ändern die Richtlinie. 3285. Oh. Oh, 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 oh. Der Einfluss ist massiv gesunken gerade. 3285. Also das hat sich... Ah nee, Moment. Achso, ich muss ja hier auch noch umschalten. Ach so, okay, die Richtlinien kann ich ja auch nochmal hier einzeln festlegen. Ja, Moment, okay. Okay, okay, okay. Dann kann ich das im Palast ja so machen, lassen, wie es war ursprünglich. Macht ja gar keinen Sinn. Das kann ich tatsächlich komplett individuell einstellen. Na, dann gehen wir hier mal aufs Museum. Ändert sich aber trotzdem nicht. 3285. Viele frühere Expeditionen haben sich im Die meisten mussten das verstehe ich jetzt aber nicht. Zurücklassen. Wir könnten danach suchen. Ja, machen wir mal, weil die haben ja immer keinen Timer, diese Mission nehmen wir auf jeden Fall an. Okay, das habe ich jetzt wirklich nicht ganz verstanden. Ich dachte, dadurch müsste jetzt eigentlich die Attraktivität hochgehen. Na gut, aber dann machen wir das nochmal schnell wieder rückgängig hier im Palast. Das macht sonst keinen Sinn. Das war schon gut so, was da ursprünglich drin war. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ich habe halt fies an Einflusspunkten verloren. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Okay, Moment mal. Das hatte ich... Ah, sieh mal einer an. Das ist damit gemeint an Einfluss. Nicht Attraktivität, Einfluss. Einflusspunkte. Und siehe da. Bam, 157. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay, das bringt natürlich schon einiges dann.
Ja gut, dann sind wir wieder handlungsfähig. Können auch, wenn wir Bock haben, das Museum einfach nochmal ein bisschen ausbauen. Aber schauen wir mal. Ich denke mal, also ich würde hier mal einen Cut machen mit dieser ganzen Thematik und überlegen wir mal für die nächste Folge irgendwas anderes. Schauen wir uns mal um. In der neuen Welt gibt es sicherlich auch nochmal ein bisschen was zu tun. Und so weiter und so fort. Also, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Geduld. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.